Friends, was geht? Wir haben uns heute getroffen, um das hier zu bauen. Ja. Aber das Geile ist halt mit dem Mike, ich kann halt auch circa hier hinten sitzen und ihr hört mich voll normal. Oder keine Ahnung, ich stehe hier und ihr hört mich halt immer noch mit derselben Qualität. Ich kann auch einen Fortnite-Dance machen und ihr hört mich halt immer noch so. Ne, das ist halt das Ding. Also ich habe halt deutlich mehr Bewegungsfreiheit, was auf der anderen Seite wieder ziemlich cool ist, muss man jetzt auch mal zugeben. Ich bin zu jung für das Set. Ja, stimmt, es ist natürlich von 8 bis 14 Jahre. Da bin ich natürlich raus mit 7,5. Ich war ja schon immer illegal unterwegs. Das Leben auf den Straßen war schon immer meins. Und, Ich sofort vor. Ja! 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 Holy shit! Alter! Yo! Claudio, Alter! Vielen, vielen Dank, Mann! Also nochmal zur Vollständigkeit. Z75953 Hogwarts Swamping Willow. Ich möchte das Ding wieder so vorsichtig wie möglich öffnen, weil Lego super wertvoll ist. Oh ja! Yes! Ah, das sind aber die schönsten Momente. Da kommt die Anleitung wieder, auf die muss man auch aufpassen. TSA, dankeschön. Alter, danke, Mann. Ey, das ist jetzt crazy. Das ist jetzt, Was denkst du, wie lange du da heute dran sitzen wirst? Ich glaube nicht so lang. Also das Set ist auf jeden Fall nicht so groß wie die große Halle. Ich vermute so 2,5, 3 Stunden. Außer ich komme gar nicht zum Bauen, wenn es so weitergeht. Look at this amazing Lego Harry Potter. Das Einzige, was mich bei diesen Lego Harry Potter Figuren ein bisschen... Die ganzen Figuren, ne, also Harry, Ron, Hermine, die ganzen Schüler werden halt als Kinder dargestellt. Und deswegen haben die alle keine richtigen Beine, sondern nur halt diese Gammelbeine, diesen kleinen, die man nicht bewegen kann. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört an den Sets. Ansonsten liebe ich die über alles, so. Wenn du einen Zauber in Real Life einsetzen könntest, welcher wäre das und warum? Also ich muss sagen, also rein praktisch gesehen wäre Accio natürlich krass, ne. Du sagst jetzt einfach, keine Ahnung, was weiß ich, Accio, Spezi, und da kommt halt eine Spezi reingeflattert zu dir. So, das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ich sag mal, rein zur Selbstverteidigung, es wäre halt auch einfach geil, irgendwie sowas wie Stupor oder so zu haben. Das, wenn dir auf der Straße irgendjemand, keine Ahnung, da kommt dann so ein Dieb und der will dich ausrauben. Du ziehst einfach deinen Zauberstab und sagst Stupor und diesen Typ fetzt halt einfach 500 Meter nach hinten, ne? Wäre halt einfach geile Selbstverteidigung. Wingardium Leviosa Sachen hochheben wäre auch fresh, wobei man das jetzt, glaube ich, nicht so häufig braucht. Da könnte man aber auch spaßige Sachen mitmachen, so du müsstest deinen Fernseher nicht mehr an die Wand nageln. Du sagst einfach Accio, Wingardium Leviosa Fernseher und das in so einen schwebenden Fernseher im Raum. Wäre auch cool. Aber ich glaube, wenn ich mich, also entweder würde ich Stupor nehmen zur Selbstverteidigung oder Accio, damit man sich halt permanent Sachen holen kann. Ne? Das wäre halt, glaube ich, auch relativ nice. Diese Lego Harry Potter Sets, die sind eigentlich nicht groß, aber die sind so detailliert, also so viele kleine Steine sind da dabei, dass du ultra lange an diesem Set baust, obwohl sie aktiv gar nicht so groß sind. Und das macht die irgendwie wiederum sehr, sehr geil. Ein wunderschönes Nummernschild, Leute. Eine Sorge weniger. Kofferraum funktioniert. Wie geil. So, ich hol kurz mein Handy wieder. Wann hast du eigentlich die meisten neuen Zuschauer bekommen? Bei Odyssey, MM2 oder aktuell? MM2. Ich sag mal so, Odyssey hat mich so ein bisschen... Nee, eigentlich... Okay, meine Historie ist eigentlich so. Zelda hat mich aus dem Status eines kleinen YouTubers rausgeböllert in den eines, ich sag mal, wachsenden YouTubers. Odyssey hat mich ein bisschen bekannter in der Nintendo-Szene gemacht. Mario Maker 2 hat mich YouTube-technisch mies nach oben geböllert. Und in der aktuellen Phase gefühlt wächst wieder extrem krass meine Community. Unity-Bindung. So würde ich es beschreiben. Leute, wir haben es gebaut. We did it. Da ist es. Da ist das Ding. Wir haben den Fort erfolgreich zusammengebaut und der rollt tatsächlich auch sehr gut. Voll geil. Warst du schon mal in Frankreich? Ja, im Süden Frankreichs, aber jetzt nicht irgendwie Städte angeguckt oder so, sondern einfach auf einem Campingplatz. Also meine Eltern haben immer Campingurlaube mit uns damals gemacht, wo ich geliebt habe. Und da, ich war schon auf einem französischen Campingplatz, aber ich habe jetzt irgendwie Paris gesehen oder so. Noch nicht, nein. Allgemein, ich habe es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe so wenig von der Welt gesehen. Ich kenne halt die ganzen Campingplätze in Europa so gefühlt. Die einzige wirkliche Großstadt, die ich besucht habe, ist London. Ansonsten bin ich echt weltkulturtechnisch ziemlich zurückgeblieben. Muss man so sagen, aber stört mich auch aktuell nicht so. Ich meine, London war sehr geil als Studienfahrt. Also London hat mir irgendwie gezeigt, dass so Städtetouren doch sehr, sehr geil sein können. Aber das ist tatsächlich eine Sache, das ganze Welt entdecken und so weiter. Die spare ich mir noch auf, dass ich irgendwann hoffentlich, also Leute, jetzt kommt mein Plan fürs Leben. Keine Ahnung, ob der aufgeht. Mein Plan fürs Leben ist, jetzt acker ich so krass ich kann, dass dann irgendwann, wenn ich eine Freundin oder Frau treffe, dass wir finanziell
komplett keine Sorgen haben, egal wie alt wir sind, egal ob ich sie jetzt in jungen Jahren kennenlerne oder später, und dass ich mit ihr dann einfach einige Dinge, wie soll ich sagen, erleben kann, die ich aktuell mir quasi, also ich meine, ich liebe aktuell nicht das typische Leben eines 20-Jährigen oder 23-Jährigen mittlerweile schon, ne? Also es ist, mein Leben besteht einfach aktuell daraus, dass ich in meiner Bude sitze und einfach so viel es geht an allem arbeite, was meine Zukunft sichert und was mir gleichzeitig Spaß macht. Das ist ja immer mein Anspruch. Geld verdienen macht keinen Spaß oder Geld verdienen ist das Beschissenste, was es gibt, wenn du keinen Spaß daran hast. Aber ich versuche mir gerade einfach eine solide Basis fürs Leben aufzubauen. Geldanlagen etc. etc. Ne? Was man nicht alles tun muss, wenn man erwachsen wird. Und irgendwann, wenn ich dann quasi eine Frau treffe, dass ich dann so weit schon, sag ich mal, im Leben stehe, dass ich dann all diese Dinge mit ihr nachholen kann. Das Problem ist natürlich, man weiß nie, wann die Richtige kommt. Es kann natürlich dann auch sein, keine Ahnung, dass sie nie kommt oder dass es dann schon zu spät ist, keine Ahnung, I don't know. Aber das ist so mein Plan. Ich möchte eigentlich jetzt so viel Sicherheit für mich und meine Familie in Zukunft aufbauen, wie es nur geht, dass dann, wenn es dann mal so weit ist, dass ich dann die Welt entdecken kann. So, wisst ihr, was ich meine? I don't know. Oh, look at this, guys. Oh, ihr seht das Null, ne? Aber ich kann hier drehen und die Stange oben drehen. Yeah. Woo, Leute, look at it. Look at it. It's so amazing. It's so amazing. Ja, er funktioniert, aber ich muss jetzt die ganze Zeit durchreden, weil ansonsten geht der YouTube-Alert los und der sagt dann, ah, du hast hier die Thomas-Mucke verwendet, Digga. Das soll aber nicht so sein. Und deswegen rede ich hier immer, damit das YouTube-Copyright-System hier nicht schnallt. Da mache ich jetzt mal hier den Ton aus und wieder an und das ist unser aktuelles Set. Fehlt nur noch eine Lego-Dönerbude. Gibt's safe. Safe gibt's irgendeinen Fan, der eine Lego-Dönerbude gebaut hat. Zu 100%. Wie sieht's aus mit der Idee, Hogwarts in Minecraft nachzubauen mit den Zuschauern? Ich finde das mittlerweile ein bisschen sinnfrei. Tatsächlich. Nachdem es jetzt diese kranke Harry Potter-Mod gibt, Alter, wir werden niemals in der Lage, auch nur ansatzweise da ranzukommen. Es gibt ein perfekt gebautes Hogwarts in Minecraft. Wir haben dem nichts mehr hinzuzufügen. Und das ist das Ding. Also ich glaube, das wäre verschwendete Energie. So. Wir könnten es nicht besser machen, als das, was sowieso schon existiert. Zumal es Jahre dauern würde. Also das ist einfach, dieses Projekt wäre zu oversized. Wäre einfach, ich meine, oversized ist prinzipiell nice. Das wäre zu krass. Brutal, Leute. Wir wären nicht in der Lage, das umzusetzen. Ich habe das Gefühl, Harry Potter ist jetzt ein Steckenpferd hier geworden. Ich glaube eher, dass es nur ein kurzer Haar. Also, das heißt, ein kurzer. Ich meine, prinzipiell hast du als YouTuber selber immer die Verantwortung, was du auf dem Kanal böllerst. Und ich sag mal, Lego Harry Potter, einfach die Tatsache, dass Lego Harry Potter im Nintendo eShop im Sale war, hat halt diese Welle so ein bisschen losgetreten. Aber die wird jetzt auch bald wieder vorbei. Wie gesagt, Lego Harry Potter ist jetzt durch. Das Harry Potter-Projekt mit David und Sefi ist auch bald vorbei. Dann wird auch Harry Potter wieder, ich sag mal, wieder etwas verschwinden, ne, vom Kanal. Ich meine, wir werden auch Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7 zocken. Es ist schön. Es ist schön. Und man muss halt einfach sagen, Lego Harry Potter hat mich jetzt einfach allgemein wieder auf den Lego-Trichter gebracht. Also, ich baue jetzt halt auch privat gerade wieder meine ganzen alten Lego-Technik-Sets und so auf. Ich weiß, dass halt Harry Potter was ist, was mich alle interessiert. Ich meine, auf der anderen Seite freut sich natürlich, dass wir so viele hier im Stream sind. Aber für Leute, die jetzt irgendwie Schiss haben, dass das jetzt hier ein reiner Harry Potter-Kanal wird oder so. Es ist einfach nur eine weitere Sache, über die ich mich freue, dass ich sie auf dem Kanal etablieren konnte. So. Ey Leute, es wird langsam. Ah, schon. Der erste kleine Raum ist fertig. Das ist wahrscheinlich, ich meine, das peitschende Weideset ist ja obviously aus die Kammer des Schreckens, ne? Da das ja aus Teil 2 ist, vermute ich, dass das hier vielleicht der Keller von Snape ist, wo Ron und Harry hingebracht wurden, nachdem Filch die ja findet und dann werden sie in Snapes Kerker gebracht. Ich vermute, das soll dieser Raum darstellen. Durch den die dann quasi, nachdem sie in die peitschende Weide gerast sind, durch den sie dann reinlaufen, wo sie dann von Professor Filch erwischt werden. Und dieses Gemäuer, was ich gerade baue, kann man dann auch, oh, das sieht man jetzt nicht, kann man dann auch hier hinten, ne, direkt an die große Halle, da kann man das anbauen an die große Halle, quasi hier drüben. So, Leute, das ist Teil 1 des Sets. So sieht's aktuell aus. Ne, wahrscheinlich, warte mal, so, ne, so sieht's aktuell aus. Zack, da ist noch Harry. Und beim nächsten Mal kommt hier noch ein fetter Anbau ran. Und dann ist das Set durch. Aber der Stream hat sau viel Spaß gemacht. Wir haben viel philosophiert am Anfang. Ne, gerade so die morgendlichen Streams sind, ich habe halt noch so ein, alles noch müde und alles ist noch so ein bisschen low. Man kann so über das Leben philosophieren. Hat richtig Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs dabei sein. Haut rein. Euer Hübi.